Chemnitz 2018. Künstler auf der Bühne gegen Nazis. Für mich ein guter Anfang. Man braucht doch keinen Nazi-Mob, um aktiv zu werden. Ich will nicht mehr nur gegen das Böse, ich will für das Gute sein und selbst ein Event an den Start bringen. In dieser Serie geht es um die Freiheit zu gestalten. Ich bin doch frei, oder nicht? Weil ich dauernd arbeite? Noch 2 Minuten bis zur Sendung. Genug Zeit, um über Freiheit zu sprechen. Was machen die Leute aus der Freiheit, die sie haben? Hör auf, Mann, das sind miese Fragen, Alter. Da müsste ich zu tief reingraben, Mann. Um da meine ehrliche Meinung zu sagen, weißt du, das wäre schon zu ekelhaft. Was mich auch selber anekeln würde, weil wir dann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Bruder, scheiß drauf, das hat eh alles keinen Sinn. Und wir sind drauf. Herzlich willkommen, Assalamu alaikum, Glück auf aus Chemnitz. Bei Wir sind mehr stand ich am Mikrofon, Livestream moderieren. Und ich habe viele getroffen, Feine Sahne, Fischfilet, Tarek, KIZ, Trettmann. Aber ey, stopp mal. Das ist doch das Ende. Ich sollte besser von vorn beginnen. Das ist meine Geschichte. Cut. Syrien 2014. Als mein Herz brach, war ich allein. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Die Mütter, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder satt kriegen. So viele Menschen, die Scheiße fressen und den Kopf trotzdem oben halten. Missverstanden. Und Feindbild für viele. Viel zu viele. Die AfD 13%. Und es ist passiert, erstmals seit der Wiedervereinigung zieht eine Partei rechts der CDU ins deutsche Parlament ein. Wollte ich den Fernseher anmachen und mir reinziehen, was dort kommt, dann geht es mir einfach nur schlecht. Weil ich denke an meinen Sohn, ich denke an, was noch kommt und ich kriege dann automatisch Ängste. Als das Elend vor der Tür stand, musste es warten. Nachts bei minus 5 Grad vor dem Ausländeramt. Einzig die Freiwilligen richteten den moralischen Kompass nach Norden. Ob bei uns oder in Frankreich, diesem Drecksloch von Jungle von Calais. Wo Vertriebene nicht ankommen konnten, sondern abermals vertrieben wurden. This guy here, he has a gun. Oh, sorry, sorry, okay. Hey, why are you pushing me? I'm working here. They're starting shooting tear gas into the camp. Where is peace right now? Oh, wir werden zurückgedrängt. Ja, ist okay, wir sind wieder im Gas. Das ist nicht der Mittlere Osten, das hier ist fucking Frankreich. Wenn die Fronten verhärten, müssen die Guten vorantreten. Ein Künstler ist frei, lässt sich nicht den Mund verbieten. Von niemandem. Ich als Journalist habe doch nur tatenlos zugesehen. J'ai rencontré les gens, ils m'ont accueilli chez eux, dans leur maison, ils m'ont offert à boire, à manger, un endroit où dormir. Et nous, qu'est-ce qu'on leur fait? Also die Lage hat sich jetzt Gott sei Dank beruhigt und der Akkordeonspieler hat eine ganze Menge dazu beigetragen. Der Retter. Musik. Musik ist Rettung. Als ich ihn so filmte, habe ich es gefühlt. Ich will sein wie er, nicht wie sie. Man ist kein Baba auf der Straße, wenn man egoistisch ist. Ich habe noch nie gehört, dass man über einen Menschen sagt, er ist Baba, aber dieser Baba macht nichts für andere Leute. Es lohnt sich halt immer, den Mund aufzumachen und ein Zeichen zu setzen gegen Fremdenhass und Rassismus. Das war für uns schon immer so, so definieren wir uns auch als Künstler. Klar, ein paar Leute können noch mehr auf Maul aufmachen, aber was nutzt der Rumgeheule? Man kann sich auf die coolen Leute konzentrieren und da gibt es eine ganze Menge. Ob Rock oder Rap, 2018 oder 2016, Bühne oder Straße, die Künstler geben den Stimmlosen eine Stimme und machen den Weltschmerz greifbar.
Irgendwie habe ich das ja auch, als Journalist. Für den Syrien-Film Fernsehpreis. Aber schwerer als die Trophäe wog meine Depression. Hilflosigkeit. Nichts ist genug, nichts war genug, seit Syrien, denn... Selbst das beste Bild kann nichts von dem transportieren, was hier abgeht. Und nachdem ich aus Syrien wiederkam, hat mich Hip-Hop echt am Leben gehalten. Würde ich fragen, ob du mir diese beiden Cover unterschreiben kannst. Natürlich, Schatz. Hast du ein Schiff da? Ja. Korrekt, Mann. Cut. Heute weiß ich, die ganze Scheiße war nur Trainingslager. Vorbereitung für alles, was noch kommt. Denn heute sage ich Ja zur Zukunft. Ich sage Ja zu dem, was vor mir liegt. Und ich sage Ja zu meinen Freunden, die immer an meiner Seite waren und fühlen wie ich. Das geht nicht klar, was sie hier machen. Auf gar keinen Fall. Du weißt nicht, was du tun sollst und deswegen filmst du. Digga, ich guck die ganze Zeit diesen Leuten ins Gesicht. Ich kann nicht verstehen, wie ihr seid. Ich will euch mal in so einer Situation sehen. The stupid people are soldiers. Ihr haltet alle die Fresse. Ihr macht alles einfach so, wie ihr serviert bekommt. Nein, wir sind hier in Deutschland. Und in Deutschland gelten die und die Gesetze. Gesetze, Regeln, Steuerrecht. First World Problems in gelben Briefen. Ja, die Frage ist, ob man die Einkommensteuernachzahlung, ob man das auch stunden kann. Nee, ich bin nicht festangestellt. Also, noch nicht. Also bald hoffentlich. Freiheit, Veränderung. Das sind doch alles nur Träume. Denn ich sehne mich nach Sicherheit. Wie die meines 6-Zylinder BMW E36. Gut geölt, unzerstörbar. Deutsche Wertarbeit. Deutsches Spießbürgertum. Auf dem Weg in meine bürgerliche Existenz. Mein neues Leben, ein fester Job statt Freiberufler. Ich gebe meine Freiheit zugunsten von Sicherheit auf. Aber meine innere Stimme sagt mir, nein, so verlierst du beides. Hallo? Moin, Hubertus Koch. Ja? Ja, ich muss zum Chef. Ey, du bist zu spät. Ja, ich weiß. Sorry. Ich muss Geld verdienen, Karriere machen. Hereinspaziert ins Arbeitslager der freien Welt. Willkommen in der Firma. In diesen Räumen unterstehe ich, wie jeder andere auch, ihm, dem Chef. Der Zuhälter der freien Wirtschaft. Für ihn zählen nur Quote, Klicks und Preise. Und ich werde ein Niemand. Ein Name in einem Dienstplan, eine Arbeitskraft für andere. Sklavenleben, Alter. Weißt du? Also diese Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, die den ganz normalen Weg gegangen sind, die arbeiten bis heute in irgendwelchen Zeitarbeitsfirmen, weißt du? Sind gearscht. Arbeiten! 40 Stunden die Woche! Was hab ich an Kohle? Da muss man sich doch fragen, ist das noch normal, Alter? Normal ist nur noch Filme schieben. In dieser Produktionsfirma denke ich nur noch in Audio- und Videospur. Realität und Fiktion verschwimmen. Kopffick des Todes. Ich gewinne Sicherheit und verliere Freiheit mit nur einer Unterschrift. Nur meine innere Stimme wird immer lauter und will das alles nicht. So, Junge, heute fängt dein neues Leben an. Festanstellung. Du gehst jetzt raus, unterschreibst den Vertrag, Nettogehalt, keine versteckten Kosten. Das mit dem Finanzamt klärt sich. Alles wird gut. Alter, bist du jetzt komplett hängen geblieben? Festanstellung? Statt hier im Büro zu versauen, solltest du dich durch Südostasien ficken. Und zwar ohne Gummi. Und eine Stimme sagt mir: Ich bin diese innere Stimme. Scheiß auf Haus bauen und Baum pflanzen. Ich will Traum tanzen. Mann, ich bin und ich bleibe ein Kiffer. Als einzig geistiger Vernünftiger baue ich jetzt erstmal einen Joint, um die Leute wieder auf Parademarsch zu bringen. Wenn ich was mache, dann richtig. So wie in Syrien. Mann von Welt. Frisch aus dem Berber, der Fresse sie glänzt. Ohne Angst, mit guten Manieren.
So wie die Araber. Und was ich in Syrien gemacht habe, außer Hände schütteln? Ansagen. Also dieses ganze politische Blablabla, wer will dem denn noch Glauben schenken? Was soll das denn? Schämt ihr euch nicht? Am Ende des Tages sind die schon alle auf einer Linie. Dann gibt es diese Wirtschaftsdinger, die eh auch schon alle fest sind, wo die dann auch nur mit drin sind, weißt du? Außer die... Egal, scheiß drauf, scheiß drauf. Genau, scheiß auf Politik. Wir haben immer noch uns. Go. Ist gut. Timbaland, was machst du da? Yeah, we need music and so on. Messi und Ronaldo. Und jetzt der Trottel aus Deutschland, so. Von den Refugees noch am Grabben. Willkommen und es gibt Essen, wie viel Glück muss man haben? Yeah. Hetzer und Trolle, ihr habt keinen Plan, was abgeht. Labert auf Facebook, aber habt vom Leben nichts gesehen. Der Dschungel von Calais war eine Oase. Und sie haben alles kaputt gemacht. Sie sind schuld. Sie gegen uns. Oh, fuck! Was zur? Fuck! Fuck! Diese Hurensöhne! Fickt euch mal! Morbid Migrants. Was ihr hier macht mit den Menschen, die wollen hier in Frieden leben, müssen ein Dach über dem Kopf haben, was macht ihr? Die Deutschen, die lachen sich tot über euch, Alter. Und wovon reden wir hier? Wovon reden wir von 7000 Flüchtlingen, die in Frankreich sind und nach England wollen? Es wäre billiger, 7000 Flüchtlinge aufzunehmen, als diese ganzen Zäune hochzuziehen, diese Hundertschaften zu bezahlen, die Bauarbeiter zu bezahlen und 7000 Flüchtlinge. In Deutschland reden wir von einer Million. Was für Freiheit, was für Gleichheit, was für Brüderlichkeit. Wenn man sagt, Europäische Union, wir sind eine Einheit, wir sind zusammen, dies, das, dann soll man das auch wirklich machen. Auch unabhängig vom Glauben, ob der eine nach Mekka betet, ob der eine die Klagemauer anbetet. Das ist jedem seine private Sache. Lasst die Leute doch einfach in Ruhe und hört endlich auf zu hetzen. Ich bin hier beim Deutschen Fernsehpreis, aber ich muss Deutschen Fernsehen an und ich krieg's kalte Kotzen, weil so viel Bullshit kommt. Es ist viel Manipulation im Spiel, weißt du? Viel Kopffix, Alter, die einem gegeben werden, sinnlos. Von Ängsten, die geschürt werden. Die Leute kriegen Misstrauen. Ich finde das nicht okay, weil die Medien das handhaben. So, erstens. Zweitens. Was seid ihr überhaupt am Klatschen? Das war ein YouTube-Video, ihr Fernsehjockel. Diese Scheiße zahle ich nicht. Das ist mein Geld, das habe ich verdient, ihr Hunde. In Zeiten wie diesen müssen die Guten vorantreten. Mit Vollgas, Kickdown, alles oder nix. Ich habe einen Traum, eine Vision und dafür kämpfe ich. Das ist Rap, oder? Ich werde Deutschland nicht nur ficken, ich werde Deutschland schwängern. Mit einer Idee Gutes schaffen, Leute zusammenbringen. Das geht nicht alleine im Großraumbüro. Lass dich hier nicht versklaven. Vielleicht habe ich mich gerade falsch ausgedrückt, aber es gibt wirklich was Besseres als deine Festanstellung. Digga, wir werden Rap machen. Rap, das wollten wir vor 2 Jahren schon machen und jetzt ist es soweit. Aus dem Eigentlich wird ein Uneigentlich. Wir sind dabei. Ihr seid dabei. Klar, wir treten an. Wir machen Rap und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Vis-à-vis moderierst du das? Ey, nichts lieber als das, Mann. Verdammt nochmal. Vis-à-vis moderiert. Dankeschön. Ciao. Junge, ich bin da. Du wirst dich mit mir auseinandersetzen müssen, ob du willst oder nicht. Bist du auch dabei? Ja, klar. Digga. Und ich bring dir noch... Ich hab jetzt auch noch deinen Handschlag. Denk doch mal dran, was wir erschaffen können, Mann. Mach klar, ja. Okay, wenn ich mich bemühe, ich hab dann auf Kamera. Auf Kamera. Die Stimme in deinem Kopf ist nicht real. Rap ist ein Hirngespinst. Trata kennt dich gar nicht mehr. Du bist eine kleine Wurst. Und du gehst jetzt da raus, unterschreibst den Vertrag und dann wird alles gut. Mit wem hast du geredet? Ich habe telefoniert. Geht's dir gut? Ja, alles gut. Yo. So, jetzt aber. Ja, also ich bin in 10 Minuten da, ne? Okay. Sorry, die Notdurft, ne? So kann es irgendwie nicht gehen. Komm, hier ist der Vertrag. Du bringst mir 100.000 Follower, machst ein paar Y-Kollektiv-Geschichten, Standardvertrag von der IHK, einfach unterschreiben. Okay, also ganz normal weiter Y-Kollektiv, Dokus und YouTube-Channel dazu. Soll ich dir das jetzt nochmal per Fax schicken? Also einfach unten rechts Unterschrift und dann haben wir's. Okay.
Und dann bin ich plötzlich fest angestellt. Meine Freiheit, meine Ideen, meine Visionen gehören ab sofort dem Chef. Das Chaos ist vorbei. Oder fängt es gerade erst an? Mein Leben wird festgeschnürt in ein Korsett aus Konferenzen und Kalendern. Jeden Tag die gleichen Ärsche. Wer hat schon wieder meinen Eiersalat genommen? Schnauze, ich will hier arbeiten. Nur weil ich ein Zubi bin. Es geht ums Funktionieren in der Medienwelt. Kühl, kalkuliert, aber so hip. Der perfekte Schein. Was ist meine Rolle in dieser gnadenlosen Maschinerie? Personalnummer 14. Naja. Schnauze! Die besten Jahre meines Lebens verbringe ich mit Arbeiten. Gefangen im Vertrag. In der Nachtschicht. Noch eine Nachtschicht. Noch eine Nachtschicht. Der Schnaps fährt mich runter und der Kaffee wieder hoch. Burnout is calling. Denn mein Wille zu gestalten lässt sich nicht ewig einsperren. Deswegen musst du jetzt vom Journalisten zum Künstler werden. Deswegen solltest du jetzt hier live und direkt ausrasten. Hass ist nur erlaubt in der Kunst. GTA 5, klick, klick, boom. Ist doch klar, dass das hier alles in einer Katastrophe enden wird. Ich wäre nicht die erste Personalnummer, die in diesem Betrieb den Kopf verliert. Das, was dich umgibt, darf nicht werden, was du denkst. Und das, was du denkst, darf nicht werden, was du fühlst. Das, was dich umgibt, darf nicht werden, was du denkst. Und das, was du denkst, darf nicht werden, was du